schon ausgefüllt? Nein. Ich habe sie ihm gegeben, aber nicht selbst gemacht. Sie wissen doch, wie das ist. Das ist richtig. Und genauso hat ihre Schwester das gehandhabt. Geil. Ja, das okay, ist... Okay, können Sie mir sagen, wie lange das dauert? Dann kann ich das wenigstens wissen? Natürlich, also ich kann Ihnen jetzt ich glaube, ich habe da draußen nämlich eine Eskorte stehen, aber ich weiß nicht, was Sie wollen. Alles gut, ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht alles, nichts Genaueres im Vor dazu sagen. Ich kann Ihnen jetzt nur so viel erstmal sagen. Ihr geht es soweit gut, wir konnten ausfindig machen, was genau los ist, wie was genau los ist. Sie wird gerade eben noch behandelt. Ich denke mal, die Behandlung wird eine halbe, dreiviertel Stunde wahrscheinlich etwa dauern. Okay. Also das wird einfach gerade einen Moment dauern. Wenn Sie dann später nochmal wiederkommen wollen, können Sie das gerne machen. Ansonsten, ich weiß nicht. So. Also ich meine gerade mit der Eskorte da draußen steht so, weiß ich nicht, Männer in Blau, ich weiß nicht, was die wollen von mir. Aber ich würde mich trotzdem gern kurz untersuchen lassen von Ihnen, weil ich glaube, ich bin an den Baum rangekommen, der dahinter war. So wie Maggie mit ihrem Kopf vermutlich. Dass Sie sich das einmal kurz angucken, weil irgendwie so ganz in Ordnung bin ich auch nicht. Weil meine ich. Okay. Nee, oder haben Sie gerade kein Problem? Ich muss das nur ganz kurz mit unserer Leitstelle abklären, ob wir gerade noch jemanden im Innendienst haben, weil ich eigentlich für Außendienst angestellt bin. Ach so, ja, ich wollte mich nur... Geben Sie mir kurz eine Sekunde. Ja, klar. Das kriegen wir hin, alles gar kein Problem. Moment kurz. Okay. Dauert wahrscheinlich so halbe, dreiviertel Stunde. Ich habe gesagt, na, ich hoffe, die Eskorte draußen in blauer Zeit. Ja, ich habe ihn gerade mal gefragt, ob ich mich untersuchen lassen kann. Er versucht jetzt jemanden zu erreichen, weil er eigentlich im Außendienst ist und nicht im Innendienst. Ja, da stehen ja zwei Stück vor der Tür und quatschen mit dem Bullen. Weil ich müsste auch einmal. So. Rebecca auch, oder was? Ja? Ja, bitte. Gut, dann dürfen Sie ihm einmal folgen. Vielen Dank. Dann schauen wir uns das mal direkt an. Natürlich. So, wie sind Sie denn gegen den Baum gekommen? Wo haben Sie sich dann? Naja, also wir sind ja den Montchillet hochgefahren und irgendwie war es da so steil, dass mir die Maggie hinten runtergefallen ist. Ja, und ich habe dann mein Motorrad fallen gelassen und bin dann direkt an den Baum, das war so, glaube ich, so eine nicht so eine große Tanne, sondern so eine Mini-Tanne. Da bin ich irgendwie gegen geklatscht, ey. So, ich helfe Ihnen hier einmal hoch. Ja. Können Sie sich einmal hinsetzen? Ja. Freddy Mia, wie sieht es bei euch aus? Wo genau schmerzt es denn gerade bei Ihnen? Also wo genau haben Sie Der das Rücken tatsächlich wieder. Am Rücken? Wieder? Okay, passiert das öfter? Nee, aber ich hatte die OP vor einer Woche oder so. Ach stimmt, vor einer Woche, okay. Und ja. Das würde ich einfach nur mal zur Sicherheit nochmal nachgucken lassen. Das ist richtig. Wo genau am Rücken schmerzt es denn gerade? So über dem Steißbein. Über dem Steißbein, okay, gut. Weil sonst hätte ich gesagt, müssen Sie sich jetzt obenrum noch einmal ein bisschen entkleiden, aber dann würde ich sagen... Da ist ja frei. Genau, da ist frei, deshalb, das können wir uns jetzt gerade erstmal sparen. Ich würde Sie aber einmal bitten, beziehungsweise ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, auch helfen, dass Sie sich einmal auf den Bauch legen. Natürlich. Immer noch zwei Polizeiautos, ein Sheriffwagen und ein normales... Moment, nicht, dass wir hier runterrutschen. Ja, schön festhalten, man weiß ja nie, ne? Ja, haben wir schon von drin gesehen. So. Ja, gut. Moment kurz, die 12 hört Sie kommen. So positiv, komm. Okay. Gut. Ja, ging bloß darum, ob ich gerade in Behandlung bin. Ach so. Deswegen. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwie was angehauen habe, auf jeden Fall. Schau mir das mal an, nicht wundern. Ja. Gott, jetzt sieht das gar nicht so schlecht aus. Die Hose. Okay, was spricht denn gerade Ihre Schmerzskala hier? Boah, es geht eigentlich. Es ist so 3. Also es ist aushaltbar auf jeden Fall. So eine 3, okay. Es ist im Vergleich zu vor einer Woche auf jeden Fall nichts dagegen, würde ich sagen. Aber es drückt halt schon so ein bisschen. Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass hier auch an der Stelle alles nochmal ein bisschen jetzt wund ist. Also da haben sie sich jetzt nicht aufgeschürft, aber sie kennen das ja, wenn man irgendwo so ein bisschen rauer dagegen kommt und dann einfach das ein bisschen, ich nenne es mal so, leicht gezogen wird. Das ist ja so ein bisschen rau, so wie als wenn man trockene Haut hat, könnte man sagen, aber... Ja. Ja, das heißt, wir werden das einmal nochmal vernünftig, ich nenne es mal, mit einer dicken Schicht eincremen.
werden das einmal gut einpacken und dann sollte das soweit passen. Haben Sie jetzt soweit grundlegend erstmal Probleme beim Bewegen? Das heißt, wenn Sie sich irgendwie beim Laufen oder den Oberkörper nach rechts oder links bewegen oder den Oberkörper drehen? Das drückt halt nur so ein bisschen, wie als wenn jemand so seinen Daumen da drauf hält. Verstehen Sie, was ich meine? So dieser, also nicht so doll der Druck, ja, dass man das Gefühl hat, man bricht der Rücken, aber mit dem Daumen auf jeden Fall so drückendes Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Alles gut, ich verstehe versteh Sie schon. Hatten Sie beim Laufen ein Ziehen, was bis in die Füße ging, beziehungsweise in die Zehenspitzen? Negativ. Das ist schon mal gut. War es beim Laufen so gewesen, dass Sie irgendwie kribbelnde Beine hatten oder irgendwie ein bisschen, ich nenne es mal, weiche Knie? Zum Glück nicht, nein. Da sagen wir schon richtig, zum Glück nicht, ja. Gut, weil dann würde ich jetzt fernab auch den Rest ausschließen. Dadurch, dass Sie da gerade noch, ich nenne es mal so, naja, nicht mehr frisch, aber eine OP hatten, ist das grundsätzlich gereizt. Wie gesagt, es ist jetzt einfach nur noch mal ein bisschen Druck, der da ausgeübt wurde. Es ist ein bisschen aufgeraut, aber das würde ich gleich einmal mit einer sanften Creme eincremen und dann sollten wir da, denke ich mal, auch alles dabei haben. Haben Sie irgendwelche Allergien? Gar keine. Okay, super. Dann hole ich mir mal ganz kurz ein, zwei Sachen ran. Ja. Moment kurz. Das wollen die Körper von mir. Ah, ich weiß nicht, ob das noch das ist, was ich. Weil ich angeblich wie man geschossen habe. So, nicht wundern, ich stemme hier schon mal ein Schälchen ab. Ja. Nicht, dass sie sich aus Versehen leicht rüberwälzen. Noch, ich bewege mich nicht. So. Ich bin ganz brav. Gut. Dann, ich werde einmal kurz ihre Haare ein bisschen nach oben legen, dass sie da auch nicht rankommen. Machen sie sich da nur die Haare ein bisschen mit Creme schmutzig, wenn man es so nennen darf. Aber Creme soll gut sein für die Haare, habe ich mal gelesen. Ob da was grundsätzlich war, das dran ist, weiß ich nicht. Grundsätzlich würde ich da glatt mitgehen, aber ich habe keine Ahnung, ob diese Creme für die Haare gut ist. Ich bezweifle das. Nee, und zwar nicht, dass Sie sich wundern, das wird jetzt halt, wie gesagt, erstmal ein bisschen kalt. Mhm. Wir tragen nämlich jetzt hier einmal ein Voltaren-Gel auf. Das heißt, das hilft wirklich gegen Prellungen, gegen Entzündungen oder gar gegen Gelenkschmerzen. Und dadurch, dass wir hier vielleicht alles ein bisschen mit reinspielt, ist die, denke ich mal, da am besten geeignet. Und die werde ich jetzt einfach mal so, ich nenne es mal nicht dünn, aber schon so, dass wir jetzt da keine Kiloschicht drauf haben, auftragen. Danach werden wir sie einmal noch gut einpacken und dann sind sie hoffentlich wieder ein glücklicher Braten. Ich hoffe. Aber das Kühl, das ist eigentlich voll angenehm gerade. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade wenn sie sich irgendwo stoßen oder so, wird die Stelle ja immer gut durchblutet und ist dann eben ein bisschen wärmer. Das pocket dann immer so. Genau. Da ist das Kühlen meistens sehr angenehm. So, gut, ich werde einmal das Schälchen zur Seite bringen, werde meine neue Handschuhe anziehen und so, dann bin ich gleich wieder da. Ach, Mann, ey. So, hätten wir jetzt an dieser Stelle, ich nenne es mal, zwei Optionen. Entweder ich mache sie wirklich zu einem Braten, das heißt, ich wickle ihnen jetzt wirklich einen kompletten Verband, auch um die komplette Hüfte und alles. Schön. Hallo. Oder das, was ich Ihnen empfehlen würde, ist, dass wir einmal jetzt hier ein großes Auflagepflaster drauf machen. Das heißt, das würde die Stelle einfach so, ich nenne es mal so, sie haben sich ja an einer Stelle gestoßen, deswegen kriegen wir das auch mit einem großen Pflaster hin. Würde ich glatt lieber das bei Ihnen machen. Echt notwendig. Nee, deswegen sage ich ja. Ich würde lieber das mit dem großen Auflagepflaster machen. Ja, ich denke. Gut. Dann nehme ich mir das einmal. Ach, das liegt auf der anderen Seite. Moment, ich muss mal ganz kurz hier rüber. So. Gut. So. Ehe ich das jetzt aufklebe.
Ja, Kollegin? Hast du einen Namen für mich? Ja, das ist die Frau. Soll ich eine buchstabieren? Geht's um meine Na. Schwester? Ja. Buchstabieren wird nämlich schwierig. Das ist auf jeden Fall die Frau Quinsley. Okay. Mit Vornamen war das Maggie, wenn ich mich recht Genau, entsinne. Maggie Spitzname. Genau. Margareta ausgeschrieben. Ich bin zu... Okay. Dankeschön. Man sieht es kaum, aber es ist meine Schwester. Gut. Muss ich irgendwas beachten jetzt beim Ja. Pflaster? Duschen gehen wahrscheinlich heute nicht, oder? So mit Lappen und so wahrscheinlich. Nee, alles gut. Ich sag Ihnen das gleich. Ich habe mich vielleicht selber gerade mit dem Pflaster ein bisschen angepflastert. Moment. Oh. So. Nee, Sie müssen jetzt nicht aufpassen. Das Pflaster sollte auch, wenn Sie jetzt duschen gehen, also es sei denn, Sie gehen jetzt unter einem Wasserfall duschen, dann geht das Pflaster höchstwahrscheinlich ab. So einfach ganz vorsichtig dann abtupfen, müssen aber soweit jetzt nicht aufpassen. Aber ich sag mal so, die gehen wahrscheinlich, wenn sie schon fragen, abends duschen. Ja, in der Regel schon. Okay, dann abends einfach ein bisschen aufpassen, dass sie da jetzt nicht zu viel Wasser dran kommen lassen. Ja, Also sonst mache ich das umso morgen weniger, umso früh, besser, ne? aber Das bringt mich jetzt ja auch nicht um. genau, und wenn sie morgen früh duschen gehen, können sie es danach auch oder beziehungsweise davor auch einfach abnehmen. Okay. Dann lassen Sie es zur Not einfach über die Nacht dran, würde ich Ihnen eh empfehlen, dann morgen früh abmachen und dann brauchen Sie da auch kein neues mehr morgen dran machen. So. War jetzt auch mal so frei, habe ein neutrales genommen an der Stelle. Ach, Ich denke nö. mal, würde Sie jetzt freuen, wenn Sie da jetzt nicht in einem Regenbogen da irgendwie an der Stelle, dann könnte das vielleicht komisch wirken. Ach, in Gelb wäre es mir egal gewesen. So. Dann machen wir das das nächste Mal. Sehr schön. Ansonsten würde ich jetzt sagen, würde ich Ihnen einmal kurz aufhelfen. Aha. Würde sie dann einmal von der Trage hier mit nach unten. Ja. So. Dann würde ich sagen, gehen Sie Super. mal bitte irgendwie 2, 3 Schritte und sagen mir mal, ob alles soweit passt. Ja. Ich merke zwar das Pflaster, aber jetzt nicht schlimm. Also. Okay, Nö. können Sie sich einmal bitte ein bisschen, okay, Ja. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Würden Sie sich vielleicht Drehen. einmal ein bisschen nach vorn beugen? Einfach, Oh. damit das Pflaster jetzt nicht aufploppt, weil ich das halt, Das klingt ich gehe auch auf die andere Seite, entschuldigen. wirklich komisch. Ja, Ah, aber eben würde ich jetzt. ich bin ja, ne, yoga-mäßig Okay, und so, kriege ich alles hin. das sollte Sollte. schon reichen. Wenn Sie sowas noch Ah, können, dann. doch, sollte. Ja, doch geht. Okay. Ist alles gut. Ja, doch Gut. geht. Passt. Gut. Dann passt das. Ich schaue nochmal ganz kurz nach. Das Pflaster sollte ja soweit noch. Ich denke, oder? Ja, Es müsste das sich mal bewegt ist. haben. Nö, das hält bombenfest. Okay, super. Das hält Ja, bombenfest. Dann wunderbar. können wir das ranlassen. Nee, weil wäre Super. ungünstig, wenn Sie sich jetzt nach vorne irgendwie leicht überbeugen, weil Sie irgendwie laufen oder irgendwas und Ja, dann dann einfach löst so. sich das, ne? Puff macht und los ist. Das stimmt. Nee, aber hält auch gut. Gut. Passt. Was spricht Ihre Schmerzskala jetzt aktuell? Also ich muss sagen, es ist ziemlich angenehm, das Gel. Tatsächlich. Ich find das gut angenehm. Also, jetzt, also wie gesagt, war ja vorher schon aushaltbar, ne? Es geht schon. Ja. Gut, hätte ja sein können, dass der Ja. Schmerz sich noch aufbaut und es deswegen vielleicht ein bisschen schlimmer geworden ist. Nee, ich denke, schlimmer als Pockern ging ja nicht, oder? Nee, also das hätte mich jetzt gewundert, weil Ja. dann hätten wir was falsch gemacht. Deswegen, nee, So, alles gut. Fühlt sich ganz gut an fernab hinten. davon, ich würde Sie jetzt einmal mit nach vorne nehmen. Auf dem Weg müssen Sie mir bitte einmal nochmal Ihren Ausweis zeigen, weil Natürlich. ja, nicht, dass es, ja, ich wollte gerade sagen, Ihre Schwester ist, aber dann nehmen wir es mal als Beispiel Ihre Zwillingsschwester. Ja. Ja. Nee, man erkennt uns doch an den Haaren. Das klappt ganz gut bei uns beiden. Ja gut, Und an der aber Stimme, denke ich auch. da gibt es so einen Geheimtipp, der nennt sich Friseur. Ja, aber ich glaube, so gleich kriegen wir uns niemals hin. Ach, das weiß ich Na, nicht. bitteschön. Nina Quinsley, dann ist er einmal wieder für Sie Bin ich, zurück. danke. Super, und dann würde ich Sie einmal Danke. mit nach vorn nehmen. Gut, dann wie gesagt, Ah, ja. Ja, weiter zu die beachten. Rebecca wollte auch noch dann zu ihm, glaube ich. Und der Tesso auch. Ich weiß nicht, was dem passiert Das. ist. Okay, das Berge schauen wir fahren dann müssen wir gleich noch noch. üben. Definitiv und vielleicht ein Stück langsamer. Ich weiß nicht, wie schnell Sie unterwegs waren, aber wenn es eigentlich gar mehrere nicht, bestand. eigentlich gar nicht so schnell. Tatsächlich waren wir gar nicht so schnell. Also, es kam mir nicht schnell vor. Was war ich mit BF? Was waren wir da unterwegs? 130, 150 da auf der Die Autobahn? Berge. Nein, und auf der Ah, Autobahn und okay. dann halt in die Berge. Wahrscheinlich so 120 rum, schätzungsweise. Also, es geht eigentlich. Okay, ich Und umso dachte, steiler es okay. wurde, desto weniger natürlich auch, ne? Ja.
Aber nee. Gut. Mit 200 durch die Berge, dann wäre ich aber ganz anders hier angekommen, glaube ich. Dann hätte ich ein cooles Glas für sie organisiert, dann hätte ich so einen Aufkleber drauf gemacht, das ist neue Marmelade. Aber ja, mit 200 durch die Berge ist höchstwahrscheinlich tödlich. Das definitiv, davon gehe ich aus, ja. Soll ich mal die Rebecca oder den Tesso herschicken, dann direkt hier zu dir? Genau, machen Sie einfach fliegenden Wechsel. Ihnen auf jeden Fall eine gute Besserung, einen schönen Abend. Schonen Sie sich gut. Ja. Und ja, eine Nachuntersuchung oder Co. brauchen wir an der Stelle jetzt dann auch nicht. Es sei denn, es wird schlimmer. Cool, jo. Nee, ich behalte das im Auge auf jeden Fall. Alles klar. Ja, super. Danke dir. Gern. Ja, Tesso oder Rebecca, einer von euch beiden, kannst du hingehen zu ihm. Nein, ich untersuchen lassen. Achso, ach, scheiß drauf, geht beim nächsten Mal. Ja, Rebecca, dann geh du. Ich habe jetzt gesagt, dass einer von euch hingeht. Ja, dann gehst du zu dem mit dem Zöpfchen, ne? Ja. Yep. Der ist voll lieb. Mhm. Ja, jetzt ist es gleich spannend, ne? Du, ich habe keine Ahnung. Auch direkt. Was ist jetzt mit Maggie? Bleibt die, oder? Nee, er hat mir gesagt, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Achso, stimmt, ja. Hi, der eingeklemmte Fingernagel kann mal mit mir mitkommen. Was? Der eingeklemmte Fingernagel? Was? Hattest du einen oder was, Tesso? Ich habe eine Schramme, weil du mich jeden Tag schlägst. Was? Frau Quinsley. Nein, das ist gelogen. Das ist der fünfte Tag, also das ist Rekord wieder. Es ist gelogen. Richtig. Das ist doch nur zur Begrüßung, jetzt schäm dich nicht. Frau Quinsley? Ja. Die darf das. Okay. Okay, ja, dann Frau Quinsley weitermachen. Okay. Okay, dann einmal mitkommen. Man muss trinken. Flasche. Wasser. Oh, Lola. Gute Nacht. Gute Nacht, Lola. Oh. Geht die hier schlafen? Warum ist Lola im Krankenhaus? Oh mein Gott. Die Polizei wartet immer noch da. Draußen auf mich. Okay, da kommen sie auch schon. Abend. Guten Abend. Okay. Hey. Die stehen da mit 5 Wagen draußen und. Und dann sagt sie mir: Guten Abend. Gute Nacht. Ich glaube. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt gerade. Hä? Auf was warten die denn? Auf mich? Oder? Ich weiß nicht, zu wem die wollen. Ja, okay. Ich glaube, der sollte mal. Das ist witzig. Okay. Da stehen die ganze Zeit 5 Cops draußen mit 2 Autos, die unser Auto umzingeln und. Ich habe keine Ahnung, warum. Also, keine Ahnung. Verstehe ich gerade nicht. Also, ich meine, gut, ich habe es ja aufgenommen, ne? Ich meine, wir haben nicht geschossen, wir haben nur Schlüsse geholt. Also, wir sind eigentlich in den Norden, haben Schlüsse geholt, haben dann geguckt, ob Sheriff Department besetzt ist eigentlich. Ja, dann hat der Unfall im Motiv jetzt. Aber vielleicht vom letzten Mal, wo ich habe ja 2 Schüsse gelöst gehabt. Als ich auf den geschossen habe, beim, wann war das letzte ATM-Raub? Habe ich ja 2 Schüsse gemacht, weil der uns ja hinterhergefahren ist, so Warnschüsse. Aber Raub schlug fehl, also versucht der Raubüberfall. Puh, keine Ahnung. So. Na? Alles wieder top.
Ich darf dich weiterschlagen, hat er gesagt. Hast du gehört? Hat er gesagt, ja. Ich habe sogar extra eine Salbe gegen dich gefunden bekommen. Du wirst es dir nicht ausmachen. Gerade eben sind jetzt zwei Sheriffs reingelaufen, ne? Aha. Haben mich angeguckt, haben Hallo gesagt und so weitergegangen. Ich denke ja, so. Stehen, der Rest steht noch draußen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die mich mitnehmen wollen würden, ne? Klar, ich weiß. Dann hätten die doch mich schon längst geholt. Oder wollen sie mich befragen? Vielleicht wollen die noch Diego? Oder vielleicht jemand anderer? Also, Diego ist seit über 2 Wochen nicht mehr da. Ich weiß. Davon habe ich sogar eine Abschiedsnachricht, von daher. Ich meine, der Diego, der hatte damals sein. Wie war denn das? Seine Gerichtsverhandlung, ne? Aber der ist da nicht hingegangen, richtig? Weil er es vergessen hatte, glaube ich. Ja. War der da angeklagt oder zu? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wer ist denn das da draußen? Weiß ich nicht. Mia und Freddy, wo seid ihr eigentlich? Freddy musste sich die Beine vertreten und ich schleppe jetzt gerade ein Auto ab. Ach so, bist du wieder am Arbeiten? Ah, ja, halt nicht so. Eingestempelt. Ich erweise nur kurz eine Gefälligkeit. Ach so. Ne, wir waren uns gerade jetzt alle untersuchen lassen und Maggie ist noch drin oder warten wir noch drauf? Weil Maggie das Formular nicht ausgefüllt hat, ja. Aber du bist Schwester. Kriege ich keine Antwort. Nicht mal als Schwester. Familie. Nein, kriege ich nicht. Ich kriege keine Antwort. Er hat gesagt, auch wenn ich für mich. Kann sich auch anstellen, uff. Ja, jetzt müssen wir hier warten halt. Ne? Und draußen vor der Tür stehen halt immer noch 5 Cops und. Ich weiß. Keine Ahnung. Gerade eben sind auch 2 Sheriffs reingelaufen zu mir, haben mich angeguckt, haben Hallo gesagt und sind weitergelaufen. Also, wenn die was von mir wollen würden, dann weiß ich nicht, was das soll. Also, was ich anbieten könnte, ist, ich könnte jetzt gleich das Polizeiauto im Norden abschleppen. Vielleicht rücken dann ein paar ab. Na, ich meine, selbst damit haben wir ja nichts zu tun. Also, ich wüsste nicht, dass wir was mit dem zu tun hatten. Ich weiß nicht mal, wer da drin saß. Keine Ahnung. Ich bin mal kurz ruhig, ja? Mhm. Egal, tschüss, ich habe weiter mein Leben. Ja, siehst du. Oh, okay. Ich muss auch mal kurz mal ein bisschen was überlegen. Naja, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt das Warten werde ich jetzt nicht aufnehmen. Da schwimme mir einmal vor, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich vorne aus der Tür gehe. Ich bin. Oh, da kommt noch ein Wagen. Sag mal, wie viele Wagen wollen die denn herholen? Sind wir Schwerverbrecher oder was? Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Was braucht denn Rebecca so lange? Weiß ich nicht. Hast du die so oft geschlagen? Hä? Ich habe gar nichts gemacht, Alter. Aber es ist gerade noch ein 3. Streifenwagen angekommen. Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung, was die wollen. Also wie gesagt, ich sag dir so, wie es ist, ne? Hätten die irgendwas gegen uns in der Hand? Ich weiß. Dann, Aber warum parkt die uns zu, die Wichser? Keine Ahnung, vielleicht wollen die in Kontakt kommen mit uns. Weiß nicht, was das soll. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ne, danach ist halt eh nur noch gut von wahrscheinlich schlafen gehen, ne? Ja, genau. Aber kommt drauf an. Vielleicht packen sie mich auch ein und sagen, ach, Frau Quincy, wir müssen sie mal verhören. Ja, was willst du denn dann, was sollen wir dann machen, wenn die dich mitnehmen wollen? Ja, dann lass sie mich doch mitnehmen. Ja? Warum? Ich hab doch nichts zu verbergen. Ich meine, wir waren an dem Tag beim Tee. Ja, ist gut.
Ach so, Toni hat mich zwischendurch angerufen. Rebecca hat mir übrigens auch ihr Zeug gegeben. Ich weiß nicht warum, aber... Ist nicht so gut, hättest du mal lieber alles Freddy oder Mia gegeben, weil die nicht da sind. Ja, ich hab mein Zeug selber. Ja, wo hast du das andere Zeug hingepackt? Ne, die hat's mir gegeben. Ich hab's von mir und von ihr. Ich weiß nicht, warum die überhaupt so Schiss hatte. Es geht ja nicht mal... Es geht ja eigentlich nur um dich, glaube ich. Und oder... Vagos halt. Also ich war ja mit Sun unterwegs, von daher... Ist das jetzt, wie heißt der von den Nonnas hier? Jay? Nee, das ist nicht Jay. Ich hab die Stimme leider nicht erkannt. Vielleicht kenne ich den noch gar nicht. Weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Also, du hast jetzt deins und Rebecca Stuff, oder was? Genau. Aber ich okay. gebe das hier gleich wieder, weil. Bringt ja sonst nichts. Ich habe meins, also ich weiß, dass Maggie gar nichts dabei hat. Und Freddy hat meins und der ist nicht hier. Hm. Aber pff, ich glaube, wenn dann wäre es bei dir am schlimmsten, aber du hast ja nichts dabei, von daher. Nee. Hast auch kein Brecheisen mehr, ne? Oh doch. Weil Messer und der ganze Scheiß, das zählt auch. Doch, ein Brecheisen habe ich. Nee, ich habe kein. Ja, also ich habe nur das Messer zum Farmen hier. Jack? Gib mir einfach. Sicher? Ja, Brecheisen zählt auch als Waffe. Ja. Tu mal so, als wenn du was trinkst jetzt so. Damit das ist doch scheißegal. Ich dir was gegeben hätte. Nee, ich glaube, die schauen dir nicht von da draußen auf die Finger. Ach, weiß ich auch nicht. Nee, aber sonst, außer Comic-Buchseiten, Ausweis, bisschen Geld, mein Bandana, Zigaretten, nö, ich hab, also mein Messer halt, ne, zum Tee, aber ansonsten habe ich nichts dabei. Bin gespannt. Ich auch, du, ich auch. Ach, scheiße, Freddy kommt wieder her. Ich hätte mal gesagt, dass er wegbleibt. Was wollte ich denn? Du kannst ja auch in sein Auto schmeißen, ja. Mm. Na? Rola. Na. Und gibt's schon was Neues? Ich und Tesso waren es bereits behandeln lassen. Jetzt Rebecca drin lässt sich behandeln und auf Maggie warten wir noch. Der gibt mir keine Auskunft, obwohl ich ihre Schwester bin. Selbst mit Ausweis. Aber, ja. Muss Maggie dich vielleicht mal als Notfallkontakt? Ja, sie hat das nicht ausgefüllt. Ja. Hawkins nicht? Ja. Ihre Schwester möchte sie wohl gerne sehen. Oh ja, ich will sie auch unbedingt sehen. Dann kommt sie mit. Yay. Geht sie gut? Sie ist soweit stabil. Ihr geht's gut. Sehr gut. So. Mhm. Tür wieder zu. Gut. Auf zum Maggie. Gut, falls gleich noch was sein sollte, ne, mit ihrer Schwester. Dann nochmal. So, jetzt. Was? Dann nochmal bei mir melden, ja? Falls sie noch was trinken möchte oder so. So. Okay, ich habe ihr gebracht. Sehr schön. Maggie. Hallo. Gut. Hallo, wie geht's dir? Ich habe noch ein bisschen Kopfweh, aber das wird schon besser. Was ist passiert? Das fragst du mich? Ja, ich lasse euch zweimal alleine. Ich bin vorne. Aber ich hab dich doch nur, also ich hab dich nur runterkullern sehen. Was ist passiert? Weiß nicht, mein Kopf tut weh und ich hab eine OP hinter mir jetzt. Wie, du hast eine OP? Ein kleiner Riss, irgendwie war ein Knochen ein bisschen angeknackst oder so. Hat sie irgendwie so gesagt. Was? So krass, wo bist du denn gegengekommen? Das kann ich dir doch nicht sagen. Das hat doch irgendwas wehgetan. Die haben dich nur runterkullern sehen irgendwie und ich hab dich nicht mehr gefunden und dann lagst du da unten. Keine Ahnung, wo ich mir den Kopf angehauen hab. Ach, du machst Sachen. Ja. Besser als ertrinken. Das. Das ist schon mal eine Steigerung, ja. Das ist riesig. Oh Mann, du musst jetzt über Nacht hier bleiben? Nee, aber ich darf nicht arbeiten erstmal. Ja. Man muss am Mittwoch wiederkommen. Mhm. Wahrscheinlich will sie dann die Wunde angucken oder so. Wurde es jetzt genäht? Ja. Ja, dann wird sie wahrscheinlich auch Fäden ziehen. Wahrscheinlich.
Aber sehr nett alle hier. Ja, das sind sie. Er kennt mich auch mittlerweile an der Stimme, wenn ich einen Notruf anrufe. Sehr gut. Wegen irgendjemand bin ich immer hier oder wegen mir. Ja, kann ich erstmal keinen Tee sammeln mehr gehen. Ach ja. Kann ich mich nur daneben hinsetzen schon. Und zugucken. Ach, ich habe ja letztens auch an der BF gelehnt und einfach daneben gestanden, damit ich bei den anderen bin. Ich habe ja auch die ganze Zeit noch im Rollstuhl hier gesessen. Das war vielleicht witzig. Das hast du mir noch nicht erzählt. Ja, wir waren bei so einem Straßenrennen oder so und Zan hat mich nicht gesehen auf der Straße und das irgendwie aufgrund einer Bodenwelle abgehoben mit dem Chef da und dann hat sie mich halt volle Möhre mit umgehauen. Das heißt, ich habe nur noch zwei Lichter gesehen, dann habe ich gar keine Lichter mehr gesehen. Ja, und dann war halt meine Hüfte ausgekugelt. Dann hatte ich so ein Stück Wirbelsäule oder so ein Splitter hatte ich dann irgendwie hinten im Rücken, musste Notfall operiert werden, weil ich meine Beine nicht mehr gespürt habe und ja. War nicht ganz so witzig. Sun hat sich auch überschlagen. Die hatte irgendwie geprellte Rippen und überall so Striemen und so. Das war zu wenig. Die hat ganz bitterböse geweint hier im Krankenhaus. Das hat ihr so leid getan. Mhm. Das hat ihr richtig, richtig leid getan. Mhm. Ja, doch. Die war zwei Tage dann auch so richtig grumpy. Ja, wirklich. Mhm. Aber ey, ich hatte einen elektronischen Rollstuhl. Der war übel gut. Ich war so happy. Du weißt schon, du hättest auch sterben können. Ich weiß, ja. Oder nie wieder laufen, ich weiß. Mhm. Er hat ja zu mir gesagt gehabt, Frau Quinze, entweder jetzt Notfall-OP oder querschnittsgelähmt. Und ich will dich nicht aufregen, ne? Aber vor dem MD draußen stehen drei Polizistenwagen mit irgendwie 5 bis 7 Cops. Warum? Ich habe keine Ahnung, aber die scheinen auf uns zu warten. Wobei gerade zwei bei mir waren und haben mich ganz normal begrüßt und Hallo gesagt. Aber wir sind doch nur mit dem Motorrad gefahren. Ja, deswegen, also vielleicht vom letzten Mal noch, aber... Ja gut, aber da wäre ich nicht dabei, da habe ich keine Ahnung. Ja. Außerdem dürfen sie mich nicht aufregen, weil sonst, ne, ich das Blut die Wunde platzt. Ja, wir fahren uns auch gerade alle untersuchen. Also ich habe mir halt hinten irgendwie die Wunde nochmal angeknallt, irgendwie am Baum. Deswegen hat er mir da jetzt nochmal so hier Dings, Voltaren draufgeschmiert komplett zum Kühlen und Pflaster hat er mir draufgetan und ja. Und dann fragst du mich, wie ich mir meinen Kopf anhauen konnte? Ja, ich bin ja auch irgendwie ein bisschen runtergepurzelt, aber ich stand noch. Ich habe noch nicht gesehen, dass du komplett runtergefallen bist, sonst hätte ich dich aufgehoben direkt. Aber ich habe das gar nicht gesehen, so schnell wie du weg warst. Was denn? So schnell wie du weggepurzelt bist, habe ich das gar nicht mehr gesehen. Toll. Ja. Gut, dass Sianna mich anscheinend entdeckt habe. Mhm. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt draußen irgendwie zugeparkt. Keine Ahnung, was das soll. Weiß ich nicht, was sie wollen. Ich glaube, ich darf was essen und was trinken. Natürlich darfst du das. Ich hab so Hunger. Natürlich. Hast du was? Ja. Okay. Natürlich darfst du das. Weiß ja nicht, mit Medikamenten und so ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ach Quatsch, essen und trinken darfst du. Besser. Schlimmste war ja, dass die Sirene noch so laut war. Da hat man schon so einen Schädel und dann tut er da mit seiner Sirene rumbimmeln. Ach, ich finde die auch heftig, aber gut. Ging halt um dein Leben, ne? Ich weiß, aber es tut trotzdem weh. Wenn der Schädel schon weh tut, dann tut das halt noch mehr weh. Nicht so angenehm. Da hat das Medikament da auch nicht geholfen. Mhm. Wie lange musst du jetzt hier drin liegen? Weiß ich nicht. Hat sie nichts gesagt zu dir? Mm-mm. Dann hätte ich gesagt, dass du reinkommen sollst, weil das mir sonst ja... Was soll ich denn hier machen? Die Decke starren. Du musst unbedingt das Formular ausfüllen, ne? Die wollten mich nicht zulassen, obwohl ich... Welches Formular? Na, es gibt doch so ein Ärzteformular, wo du deine Kontaktperson angeben kannst. Na, davon weiß ich noch gar nichts. Okay. Naja, auf jeden Fall haben sie trotz dessen, dass ich mich als Schwester ausweisen konnte, haben sie mich nicht zu dir gelassen. Okay, ja, dann muss ich das mal machen. Ja, ich muss das auch noch ausfüllen. Ich habe das auch vor mir hingeschoben irgendwie. Aber ja. Soll ich mal vorne fragen? Ja. Warte, ich frag mal.
Nein, lauf doch nicht weg von mir. Ich hab eine Frage. Bleib stehen. Bitte bleib stehen. Hallo. Lass mich raus. Lass mich raus. Hallo. Hallo. Lass mich raus. Natürlich. Ich bin nur hinterhergelaufen, um zu fragen, wann Maggie aufstehen darf. Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal in die Akte schauen oder die behandelnde Ärztin fragen gleich. Ja, ich glaube, Ashley hat die behandelt, Frau Dr. Ashley King. Genau. Ja. Deswegen, aber da muss ich gleich mal nachschauen. Nehmen Sie ruhig nochmal vorne Platz, dann komme ich gleich auf Sie zu und. Super. Gut. Dankeschön. Dann. Oh, Ashley. Hallo, Nina. Hallo. Hallo. Hallo, Rebecca. Ich habe mich kurz von das so informieren lassen, was euch passiert ist. Was? Weil ich habe dich gefragt, was ihr beiden im die macht. Achso, ja. Das, und er hat mich kurz eingeweiht, dass Maggie hinten runtergefallen ist, auch vom Motorrad. Ja. Die Arme. Jetzt wurde sie genäht. Was hat sie jetzt? Also, was ist passiert? Weiß man das schon? Mm-mm. Sonst haben sie mir nichts gesagt. Ich habe jetzt nur mit Maggie gesprochen. Und sie meinte, dass sie genäht wurde und so. Achso, sie ist ansprechbar. Ja, ja, ich war gerade bei ihr drin. Eigentlich wollte ich auch nicht komplett raus. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie lange sie noch drin liegen bleiben muss, aber gut. Mhm. Jetzt stehe ich hier. Ja, Tess hat auch Besuch gesagt, draußen, ne? Ja, die Polizei. Weil aber warum? Tess hat mir gerade erzählt, die haben ein Auto angehalten und er ist halt daran vorbei und hat sie da abgeschüttelt und jetzt steht halt... Nee. Wir sind ja wieder runtergefahren, weil wir ins MD wollten zu Maggie. Dann habe ich die Bullen gesehen, die irgendein Auto angehalten haben. Bin langsam dran vorbei. Und dann sind die ins Auto gesprintet und mir hinterher. Ja, also ja, prinzipiell gut. Wir waren halt oben im Norden, haben Schlüssel machen lassen. Sind dann ich habe euch gesehen, oben Palito. Ja, ja, genau. Sind dann über die Dings weiter gerade ausgefahren, über die Waldstraße, weißt du? Und dann sind wir einfach in die Berge gefahren, aber mehr haben wir nicht gemacht, von daher, ich weiß nicht, was die wollen. Die sind uns halt direkt hinterher gefahren, ne? Grob erklärt. Die haben da einen auf, ich sag mal, versucht undercover, versucht da einen, ne, so, und wir machen nur einen auf Tankung. Ja, gefahren. Ich weiß, das habe ich ja gesehen. Ja, haben auf euch gewartet. Und, ja, und haben die nächste Ecke wieder abgepasst. Na, wir sind nicht abgehauen, wir sind einfach weitergefahren, weil wir Schlüsse gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das kriminell ist, aber gut. Voll kriminell auf jeden Fall. Die kriminellen Schlüssel machen.